fangen wir mal an. Also, erstmal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Ich fange jetzt mal mit einer Daisy Session an. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, ich spawne mit meinem Charakter komplett, weil es. Wisst ihr, dann stand halt da, Serverwechsel, habe ich gedacht, komm. Ich spawne jetzt random auf der Map irgendwo mit dem alten Charakter. Problem dabei ist. Es kam mir eigentlich vor, als hätte ich andere Sachen bei dem Charakter gehabt. Oder? Ach ne, das passt, glaube ich, doch. Oh, der Helm ist mir gerade irgendwie seltsam. Ja, keine Ahnung, ich pisse mich jetzt erst. Warum muss ich jetzt anfangen zu pissen? Und die 60 Minuten Server Restart, das heißt, wir müssen auf jeden Fall direkt wieder drauf sein, weil ich werde heute jetzt ein paar mehr 15-minütige Aufnahmen starten. Ich werde mir gleich mal einen Timer machen, wann die Aufnahme denn beendet ist. Wir hätten auf jeden Fall eine Scheune und verpissen wir uns direkt erstmal gleich rein, bringen unsere Sachen aus. Ich bin so gefickt. Ich laufe hier gerade offen über die Map. Kein Plan, wo ich bin. Da vorne dauern wahrscheinlich wieder ein Haufen Zombies. Es ist neblig zum Fick, Alter. Das ist doch. Oh, lol. So, auf jeden Fall bin ich an irgendeinem Ort gespawnt, das ist gut. Jetzt stellt sich ja die Frage, was ist das für ein Ort? Und wann treffe ich auf meine ersten Zombies in diesem Ort? Da sind halt schon die Türen offen da vorne. Okay, da ist ein Zombie. Ich mache erstmal die Türen, die nach draußen führen, alle samt. Ach du Scheiße. Da sind schon ein paar mehr Zombies als nur einer. Okay. Ich bin hinter dieser Bar auf gar keinen Fall sicher. Wenn nämlich ein Spieler kommt und mich hinter dieser Bar entdeckt, hinter diesem Fenster, bin ich auf jeden Fall im Schussbereich. Also das Sicherste, wo ich jetzt eigentlich gerade mal schnell hin könnte, wäre halt die Treppen hoch. Wenn ich einen Dietrich hätte, würde ich mich sogar einschließen. Wäre aber irgendwie doch eine dumme Idee. Aber hier wäre ich auf jeden Fall erstmal Spieler geschützt. Kann jetzt meine Sachen erstmal ausbringen. So. Erstmal gucken, was ich so alles dabei habe als ich werde jetzt auch komplett ohne Karte, also ohne die DayZ ich sag jetzt mal iSurvive Karte spielen, denn iSurvive ist ja halt eigentlich nur eine Hilfskarte für neue Spieler und auch für, ja gut, für jetzt Serverbetreiber natürlich auch, wegen den Koordinaten auf dem Desktop. Wie mich zum Beispiel, ich habe ja auch einen Server, aber gerade mal nebensächlich, so. Bringen wir mal die die Kampfhose hier aus. Weil ich will jetzt gleich nicht direkt Lebenabzug haben, weil ich ja, krank werde. Dann müsste ich mal ganz kurz meinen Loot hier aus, weil ich weiß nicht, was ich für Bullshit alles dabei habe. Und dann gucken wir mal, wo wir sind. Ich habe gegen 27 nach die Aufnahme angefangen. Ja, 21:27, sorry. Die Zeit war es halt, als ich angefangen habe, die Aufnahme zu starten. Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich sie dann pünktlich halt, sag ich mal, beende, dass ich halt jetzt nicht über die 15 Minuten, die ich eingestellt habe, komme. Da ich 15 bis 20 Minuten Aufnahmen starten will. Und ich werde ja auch nichts rauscutten oder so, ich werde es einfach direkt gleich hochladen. Also ein bisschen, vielleicht kurz ein Ding zu bereitstellen. Ja. Da ist das Thumbnail. Und dann war es, ich habe eine Autobatterie habe ich dabei. Das Ding, ich glaube, ich einen Autokühler dabei, oder? Ja, kein Plan. Auf jeden Fall habe ich noch eine Zündkerze dabei. Ich habe genug Nagelkisten auf jeden Fall dabei. Das wäre jetzt hier der Platz, wo eigentlich die Weste hinkommt. Das Brusthalfter. Warum habe ich eigentlich so viel Bullshit dabei? Das hier kann zum Beispiel weg. Das brauche ich nicht. So. Was Waffen betrifft, vorerst noch nicht weg. Allerdings
Magazine, Wolf, Schutzkoffer. Da sind halt natürlich auch die Dingens drin. Nägel. Angelhaken. Benzinkanister. Ich glaube, der ist mit Wasser gefüllt, oder? Ja. Kaputtes Handfunkgerät. Warum auch immer ich das dabei habe? Eigentlich sinnlos, weil wozu brauche ich auf Office-Server ein Handfunkgerät? Ich nehme es einfach mal mit. Standardmäßig habe ich jetzt dabei. Eine Telefonanlage. Jetzt will ich erstmal wissen, wo ich hier denn gelandet bin. Also. Oh, hier ist ein Fass, welches auf jeden Fall offen steht. Das heißt, ich bin hier nicht alleine. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Es ist ein Feuerfass. Hier hat jemand Feuer gemacht. Und der kann nicht weit sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich wahrscheinlich einen Schuss abkrieg. Kopflampe brauche ich keine. Ich habe eine taktische. So, also ich habe die Universal-Taschenlampe an meinem Kopfteil dran. Nicht schlecht, eine Wasserflasche. Direkt ausleeren. Irgendwo verstauen. Wo Platz ist. Das Problem ist halt momentan mein Loot. Naja, ich will den jetzt irgendwo erstmal rein. Oh, Regenmantel. Das ist natürlich am Armband. Ja, gut. Ich verweile jetzt erstmal hier oben. Bringe nochmal meine Klamotten aus. Und werde dann auch schon mal diese Aufnahme als abgeschlossen. Entweder habe ich mich gerade verhört oder ich habe ein Auto gehört. Irgendwas summt da in meinem linken Ohr. Es könnte ein Auto sein. Ein bisschen weiter weg, aber. Also würde es nicht so schütten, würde ich wahrscheinlich auch rausfinden können, wo ich bin. Ja, das ist jetzt gerade mein größtes Problem. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Und kann mich auch deshalb nicht orientieren im Moment. Und das fuckt halt ziemlich ab. Es geht jetzt gerade auch irgendwie nur darum, rauszufinden, wo ich bin. In diesem Clip, sag ich jetzt mal. Oh Mann. Bin so lost. Okay. Also dann wollen wir doch mal ein bisschen überlegen. Oh, mein Rucksack hätte ich fast vergessen. Der Donner war jetzt ein guter Zeitpunkt, mich ein bisschen zu moven hier. Ich werde natürlich später im Verlauf auch ein bisschen auf Spielerjagd gehen, aber erstmal wollen wir uns doch hier ein bisschen. Ja, also ein bisschen ausstatten. Ja. Und vielleicht ein klitzekleines Lager aufstellen. Also ich muss eigentlich warten, bis aufgehört hat zu pissen und jetzt haben wir noch 5 Minuten knapp Zeit. Danach war es das auch schon wieder für heute.
Es ist so am Schütten. Okay, ich move noch mal ein bisschen. Ich will jetzt hier die Zeit nicht verplempern, indem ich auch nur im Haus gammel und nicht weiß, wo ich... Ach du Scheiße, er ist geblitzt. Der Vorteil ist halt... Ach da, da ist ein Straßenschild. Das ist gut. Da hinten können wir nochmal hingehen. Also ich muss ehrlich sagen, der Ort hier kommt mir ziemlich unbekannt vor. Als ob ich hier auf Livonia... Das ist Livonia, oder? Wenn das jetzt keine russischen Namen sind... Ah, natürlich ist es russisch. Oh, was haben wir denn hier? Wobei, nein. Doch, es ist russisch. Ich glaube, wir sind nicht auf Livonia. Eigentlich war der Plan auf Livonia und dann da, aber egal. Machen wir das so. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Tja, Robka. Wir versuchen mal nach Robka zu gelangen gleich, dann müsste ich wieder den Weg. Oh. Robka, das wäre nach links. Also wir müssen nach links hoch, dann würden wir nach Robka halt kommen, wie das heißt. Ihr seid alle schon gelootet. Außer die Muni. Hoch! Ich bin irgendwie angeblich noch hinter der Tür, deswegen hat das gerade so rumgebackt. Wo kommen wir denn die Munition noch dran? Klatschen, sag ich jetzt mal, weil ich habe dafür gar keinen Platz mehr, oder? Nö, habe ich nicht. So viel dazu. Ach, hier habe ich einen Mac für verloren, auch nicht schlecht. Meine Taschenlampe ist gar nicht mit einer Batterie ausgestattet, sehe ich gerade. Was habe ich eigentlich hier noch? Habe ich hier noch Platz? Wenn ich das Ding wegwerfe, und das kann ich wegwerfen, habe ich hier noch Platz. Aber wozu bitte brauche ich ein, Nachtsichtgeräthalter, wenn ich noch gar kein Ghillie besitze? Und eine... Der Raum ist scheiße. Und eine, Oh, hier ist auch scheiße, weil das da oben hoch geht und ich hier easy weggesniped werden kann. Jedenfalls, wenn ich halt kein Dingens hab, kein Nachtsichtgerät. Dann muss ich halt erstmal jetzt irgendwie Military Loot abgreifen und bis ich da angekommen bin. Oh Gott. Es ist so eklig am Schütten hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Ah, hier ist Reis. Also immerhin etwas Brauchbares, weil Reis ist gute Nahrung. Und jeder weiß, wie schwer Reis in dem Falle zu finden ist. Dann sagen wir mal, das war's für heute. Haut rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ciao. Immerhin wissen wir jetzt schon mal, wo wir hier sind. So einigermaßen.